Was geht? Willkommen zurück zu Let's Play Last of Us Part 2, Leute. Ja, letzte Folge haben wir angefangen, ein bisschen zu erkunden. Und jetzt gehen wir nach unten. Was ist das? Hä? Was ist das Gebäude hier? Okay, Moment, dann gehen wir da ganz nach unten zum Fragezeichen. Ist das wieder richtig? Ja, nee, jetzt gehen wir so durch, ne? Scheiße. Die Bank. Lol. Es wird mir eigentlich wieder von Infizierten, aber egal. Ne? Na scheiße, haben wir einfach keine mehr für hier. Ja, komm, ich will jetzt kurz nach. Und da stellen wir einen her. Perfekt. Wir gehen in die Bank. Das sehen wir doch nur von Infizierten. Das ist cool. Auf eine Scheiße, wir könnten es entspann dich. Das ist bestimmt schon seit Jahren so. Das wird mich heute einstürzen. Glaube ich. Mist. Ja, jetzt können wir schlecht. Doch, wir können dann noch abhauen, ne? Sie tragen Schutzwesten. Bruder! Wer sieht mich? Ach, diese scheiß Runner, jetzt ist gut. Verbrennt, Mann! Brenn! Brenn! Geil! Alter! Das ist geil, dass die Molotovs auch viel stärker geworden sind. Das ist noch Mistteil. Okay, Moment. Vorsichtig! Bruder! Das sind nur die zwei noch. Oh mein Gott! Bruder! Okay, jetzt hat er mit Glück mehr. Alter, wie schnell war dieser Klicker, Bruder?
Wo ist der Klick? Dort. Und der scheiß Runner geht mir auf den Sack. Ich weiß die Kombination natürlich nicht. Oh, scheiße. Moment, wir sind hier in der Bank, ne? Ja, nein, nein, ich wollte nicht die Karte, ich wollte nicht die Karte, Moment. Karte, wenn dies kommt. Wir brauchen den Code. Scheiße, und wo ist der? Guck in diesen Tresor rein. Code. Moment, habe ich vorhin nicht noch was aufgehoben. Das war das alles, war nur das, ne? Wer hat mich gesehen? Gut, das waren alle, ne? Perfekt. Okay, aber jetzt müssen wir schauen. Ich habe nur noch einen Schuss. Das ist nicht gut, Freunde. Ist sich die Frage, wo kriege ich den Code dazu? Scheiße. Ich will dort rein, ich muss dort rein. Ah, die habe ich gar nicht gesehen, die Tasche. Tresor 602306. 60-23-06. Welcher? Der mit den Surferbankräubern. Oh ja, ich liebe diesen Film. 60-23-06. So. Ja, Ellie macht's alleine, ne? Oh, geil, eine Popgun. Eine Schrott. Geil.
Wie viel Geld kann ich nicht ein bisschen für mich nehmen? Sieh dir das ganze Geld an. Die Tasche ist voll. Mann, früher in der alten Welt. Huh, wenn du reich. Sie wollten die Bank am Ausbruchstag ausrauben. Kam ihnen wahrscheinlich schlau vor. Da ist noch was. Ja, oder auch nicht. Ja, ich glaube, das war das einzige hier, die Schrott, ne? Ja, ist offen und... Ah, okay. Kommen die eigentlich jetzt schon wieder her? Kann mir das jetzt mal einer sagen? Wo kommen die zwei wieder her? Die geht ab. Ich glaube, wir sind hier durch. Okay. Gut, Molotow noch erstellen, kurz sein. Ja, wir haben hier wirklich alles, ne? Super! Das ist wie früher wäre. Was würdest du von dem Geld kaufen? Ich weiß nicht. Vielleicht eine große Farm. Aber du kannst jetzt eine Farm haben. Okay. Was würdest du kaufen? Ein Raumschiff. Was? Oh, ach ja, dein Astronautending. Hey, das ist cooler als eine Farm. Eine Farm ist viel praktischer. So geil, okay. Hey, komm. Das ist sonst Kante. Wirklich nichts mehr, ne? Wir haben jetzt eine Schrotflinte, also war schon okay. Okay, gehen wir zu der Kuppel. Oben rechts ist noch eins und dann gehen wir zur Kuppel. Sonst ist wirklich nichts mehr, habe ich das Gefühl. Da waren wir auch drin, hier bei der BLF. Ach, ne, Moment. Das ist ganz was anderes da. Das war ganz was anderes hier. Jo. Oder? Ah, das ist eigentlich die andere Seite da. Ah, okay. Also das ist da, wo wir dann mit Benzin hin müssen. Ah, gut. Das soll ich schon sagen. Ja, stimmt. Okay. Reite mir zum letzten Fragezeichen. Freunde. Das ist da vorne, glaube ich, ne? Ja, genau da vorne. Und zwar hier. Yo. Unterwegs in einem Truck mit Ration? Vielleicht wollte er sich verstecken? Ohne Erfolg. Sieht ganz so aus. Oh Mann. Das ist alles vorbereitet. Wir werden warten. Wenn wir den Konvoi abfangen und die Wetteroffizier gefangen genommen haben, kannst du deine Posten verlassen und dich uns anschließen. Ich weiß, dass du viele Risiken auf dich genommen
und in ständiger Angst gelebt hast, entdeckt zu werden. Wir wissen deiner da gegenüber unsere Sache zu schätzen, Isaac. Was hat es denn diesem Isaac zu tun? Das werden wir vielleicht noch rausfinden. Gut, das haben wir alles, ne? Weil da oben kommen wir, glaube ich, nicht hin und... Ja, dann ab zur Kuppel! Haben wir wirklich alles. Wir haben alles abgesucht. Perfekt. Okay, wo geht's lang zur Kuppel? Runter und dann links. Oder rechts, ja. Ja, hier rechts. Ah, okay, jetzt links und dann das Gebäude da bei der Kuppel. Was ist das? Ah, okay. Das ist dieses Gebäude, ne? Ja. Diese Buntglasfenster an. Die sind ziemlich. Okay, hier geht's schon. Geht's auch lang, aber auch hier, ne? Hallo, Ellie. Ah, da gibt's auch zum Plündern. Nice. Müssen wir hier reinkommen? Irgendwie müssen wir hier rein. Das Gefühl, das geht von hier unten. Im Boston war immer das Essen knapp. Gut. Hungrige Leute drehen durch. Ja, hi. Ah. Kommst du da durch? Okay, ich halte das. Shit, jetzt hier dann. Pass auf. Im hohen Gras geht auf, bleibst du bei den Gegnern nicht so leicht. Ey. Sind es nur zwei Runner? Ah, ja, moin. Ja, ist klar, Mann. Hallo. Ja, ist klar. Hallo. Verpiss dich, Mann. Ich kann nicht mehr ausweichen, ey. Boah, mein Leben, Leute. Und das wirken zwei scheiß Runner, Mann. Yo. Okay, weiter geht's. Okay.
Ja. Was machst du denn? Die Munition, die ist so knapp, ey. Vielleicht suchen wir das Benzin. Eieiei. Wow. Okay. Das ist aber voll, das ist aber groß, Alter. Das kann jetzt lange gehen. Boah, Alter, wo kannst du da nur Benzin verstecken? Was voll. Woher weißt du das? Zum einen ist da Menorah-Deko an der Wand. Das ist was Jüdisches. Und ich bin noch nicht in Flammen aufgegangen. Flammen aufgegangen? Ist nur ein blöder Witz. Also auch nichts zum Lachen. Oh, Klappe. Dieser Ort bringt viele Erinnerungen. Meine Schwester hat mich oft mit in eine Synagoge geschleppt. Hätte ich nicht für religiös gehalten. Nee. Aber ich mag es, Teil einer Überlebensgeschichte zu sein. Du meinst nach dem Ausbruch? Und die Inquisition. Und den Holocaust. Meine Familie hat immer überlebt. Gerade so. Komm mal. Hier ist Benzin. Ich muss nur hinkommen. Okay. Ich hoffe, da ist was drin. Scheiße, ja. Hey, also bitte, das ist dein Haus Gottes. Hier ist Benzin. Oh, verdammt. Okay. Okay. Ja, okay, du magst es halt alleine, ne? Manchmal. Echt jetzt? Wann? Einmal als hoch. Moment. War noch bei Joes. Und manchmal bete ich. Nur so für dich. Alter. Die Grafik ist einfach. Ja. Was willst du sagen? Ich sehe die Dinge aus einer anderen Perspektive. Es ist ein guter Weg, um zu trauern. Ein Weg, Respekt zu zeigen. So kenne ich das. Was ist das? Das ist die Tora. Die was? Eine Schrift, sowas wie eine jüdische Bibel. Meine Schwester würde ausflippen. Unsere New Mexico war halb verbrannt. Okay. Na, immerhin ist noch etwas übrig geblieben. Wir nehmen alles mit. Hey, was machst du da? Okay, das ist wirklich sonst nichts. Okay. Ellie, Vorsicht.
ist okay. Es hält. Was? Ja, Moment, wir haben noch eine Creeper-Rolle, ne? Na, Moment. Na, da waren wir. Ah, doch. Na gut, dann können wir gehen. Yay. Gut. Hä? Ach, leck mich. Was ist das für eine Scheiße? Warum hält sich Ellie da nicht fest? Ah, jetzt. Oder auch nicht? Ja, danke, Ellie. Nimm doch dieses scheiß Seil! Was ist dein Problem? Ja, und schwingen? Wie kann ich schwingen? Sag mir eine, wie ich schwingen kann. Nicht klettern, schwingen! Nicht springen, schwingen, Mann! Oh, fuck, ey! Wie zum Teufel kann ich an diesem Scheißseil schwingen? Ich kletter! Ey, zieh dich doch nicht hoch, Mann! Ich will da drüber! Ah, mit dem Knopf. Oh, leck mich doch am Arsch. Da ist nichts dabei. Komm schon, Dina. Gut. Ei, caramba. Ich hoffe, du hast dein Ziel erreicht. ...5774. Leben wir in der Zukunft? Nein, Dummkopf, das ist ein hebräischer Kalender. Meine Schwester gab mir am Neujahrsfest immer einen in Honig getunkten Apfel. Oh, jetzt will ich einen haben. Uff, das klingt wirklich lecker. Bei jüdischen Feiertagen wird nur gegessen. Und gefeiert, dass unsere Feinde uns nicht ausgerottet haben. Eine Geschichte von Überlebenden. Ganz genau. Ja, Moment, aber müssen wir hier raus? Weil dort ist auch noch eine Öffnung, aber da komme ich auch gar nicht hoch, ne? Ja, nee. Wir müssen schon hier raus. Warum ist er noch nicht abgestrichen? Okay. Tor. Ja, nice. Vorwärts, Schimmer. Wie geht's dir da hinten? Okay. Und du? Ich auch. Ich vermisse ein Dach über dem Kopf. Weißt du, ich habe immer von einer Farm geträumt. Etwas außerhalb von Jackson. Was hast du gegen die Stadt? Ich weiß nicht. Mir gefällt der Gedanke, das zu haben. Okay. Nur weil man es alleine macht. Das war ein Abenteuer.
Dann links geht's gleich weiter, ne? Aber hier kommen wir, glaub ich, nirgends mehr hin, ne? Ich weiß. Ich dachte nur, es ginge schneller. Ja, aber alles. Wir haben alles. Ich hoffe zumindest. Alles gut. Gib den Code ein. Okay, diese alten Generatoren sind ziemlich zurück. Du brauchst bestimmt ein bisschen was. Was? Entschuldige, was? Gate East 2, ja. Moment. Gate. Wo ist der Garden Seattle? Nein, da, toll kurz. Gate ist 253545, okay. Okay. ELF? Verstehe. Boah, Alter. Ah, klar. Da gibt's Sinn. Siehst du das? Ein Infizierter ist gerade über den Zaun. Da liegt so. Okay, wie kommen wir rein? Ich weiß nicht, was los ist. Ah! Gate ist 1. Okay, Moment. Habe ich da noch keinen Code oder? Moment, jetzt muss ich kurz schauen. Für das Tor. Aha. Weiß nicht. Das, den habe ich noch gar nicht, ne? Okay, Leute, mir gerne rein. Alter Wolf. Und dann beide keine Munition. Ja, moin. Läuft. Sebena hat den. La la la. Wow. Na, ist klar, ne?
bin einfach gleich down, Alter. I like this. Okay, das war das. Bruder. Jetzt können wir uns in Ruhe umschauen. Es war klar, dass sie infiziert sind, weil der eine da über den Zaun geklettert ist. Der hier ist frisch. Und er hat einen dieser Wolf auf Nähe. Sie haben es mit ihrem Benzin wohl nicht rausgeschafft. Das ist gut, oder? Ja, Schrott und Munition. Infizierter, die Mörder von Joel erwischt hat. Oh, du? Dann sind sie trotzdem tot, Ellie. Keine Gerechtigkeit. Scheiße. Nehmen wir was mit, wenn wir schon hier sind. Okay, Moment, hier können wir gleich rein. Ich will mich zuerst umschauen. Ob es nicht sonst noch. Ja, mir eigentlich so gut wie alles, ne? Ja, sieht eigentlich so aus. Sie wurden erschossen. Erkennst du sie? Nein. Vielleicht hat jemand anders getötet. Die Infizierten sind gerade gekommen. Nice. Ihr Benzin. Ja. Okay, was geht hier vor? Aber die Story bis jetzt der Hammer. Der Hammer. Nach oben eigentlich nicht so gehen. Aber wir müssen nicht. Den hier erkenne ich auch nicht. Warte, es geht noch weiter hoch. Oh ne, nur bis da. Scheiße. Was ist denn hier passiert? Das war Tommy. Das? Niemals. Er war es bestimmt. Das ist einer von Joels Mördern. Scheiße, hier drüben ist noch jemand. Den kenne ich nicht. Sie gegeneinander ausgespielt. Wie? Joel hat mir davon erzählt. Du stellst dem Typen eine Frage, aber er darf es nicht sagen.
Er muss es aufschreiben. Dann fragst du den hier. Wenn die Aussagen sich decken, sagen sie die Wahrheit. Sonst... Ganz frisch, Al. Er kann noch nicht weit sein. Ja. Na los. Hier lang geht das raus. Ja, nee. Ich will noch nicht raus. Ja. Ah, sag jetzt nicht. Ah, oh, fick, Alter. Jetzt komme ich hier nicht mehr raus. Ich wollte noch die anderen Zimmer abgucken. Fuck. Ach, leck mich, Alter. Willst du mich jetzt total verarschen? Ah. Aber... nee, nee, das lass ich mir nicht. Ja, Tommy hat so einiges getan, aber... ja, ich geh nochmal rein. Ich geh nochmal hoch. Ich will dort... ah, ich will alles, hallo? Ich wusste ja nicht, dass dort Leute gehört, diese Tür. Schön war's nicht. Du darfst nicht schlecht von Tommy denken. Ellie, während die Mörder meiner Schwester... willst du mich verarschen? Wir kommen nicht mehr rein. Ich hätte Schlimmeres getan. Was? Kapiert. Ach, leck mich, Junge. Das ist nicht wahr. Ja, scheiße. Mit seinem im Zimmer ein bisschen. Hab's. Und ich hab's auch. Die Frage ist nur, wo führt uns das hin? Ja, wir müssen mitschimmern, ne? Come on! So, Freunde. Jo. An dieser Stelle sagen, was für diese Folge, ja, ich bin ein bisschen überzogen, aber egal, uns zwischendurch auch sein mit dem Spiel, dann kommen wir nirgends hin. Ja Leute, wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, lasst ein Abo da und sonst sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao!